Die Atmosphäre ist aufgeladen mit Unheil und dreht sich rasend schnell um einen Mittelpunkt aus Verderbnis. Er ist die Verkörperung der dunklen Triade aus Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Ich mach Hardcore-Footage für Darknet-User. Fass dich nicht mit Samthandschuhen an, sondern im Latexsuite. Mein Backstage hat zwar kein koreanisches Barbecue, dennoch schlägt eine neunschwänzige Katze in die Magengrube. Sorry, Tabubruch, ich meinte, jeder Mensch ist wertvoll. Je nach tagesaktueller Datenflut des Schwarzmarktkurses. Was ich mach, hat keine Werbefreundlichkeit. Bei meiner CPM zahl ich noch auf mein AdSense-Konto ein. Denn Gewaltfantasien bleiben wenig lukrativ, doch keine Brand der Welt wird mich je in die Ethik korrumpieren. Ich nehm Verlust in Kauf durch Rechtsstreits mit der Bundesprüfstelle, denn ich bin für die Geschäftszweige des Industry-Plantings wie der Rassenmähermann in Peter Jacksons Brain Dead und surfe auf einer Hate-Welle über Streams und Tape-Decks. Ich find noch das untergrundigste Indie-Label Basic. Fake it till you make it, doch verbieg dich nicht für Placements. Ich pflück junges Gemüse vom Bodensatz der Gesellschaft und zücht es für den forensischen Hochsicherheitszellentrakt. Gerade hast du noch Domitianer getrellert. Jetzt ist dein täglich Brot Lorazepam und Zeltas. Für mich geht es indessen vom Großmembran bis zur Weltmacht. Ich muss Facebook ausmisten, denn Josef Stalin gefällt das. Komm, wir drehen Filme für dein Kopfkino. Mach es dir gemütlich, hier gemütlich in der Row Zero. Mach noch einen Mitschnitt für dein Instagram. Und komm zum Meet and Greet mit dem Ripper und Till Lindemann. Alle Kameras auf wen, wenn nicht mich? Ich zeig der Welt mein allerliebstes Werbegesicht. Aber Backstage dreh ich einen Serbian-Film und lass dich zum Sterben zurück. Frag mich mal, wie woke sind meine Schläferzellen? Ich spuck auf euer tolerantes Medienpanel. Ich rekrutier für meinen People's Temple und wer den Ziegelstempel nicht empfängt, wird in Gomorra als Streetfood enden. Sektenmessen feiern Ächtungserfolge. Was für rechts, ihr wisst doch nicht einmal, was Rechtsruck bedeutet. Es bedeutet sicher nicht, dass ich auf Neonazi-Partys chill, sondern dass ich keine ihren Zeigefinger schwingende Gender-Gaga-Cancel-Culture-Linksagenda fahren will. Und dann kostet mich das halt mein Influencer-Marketing. Die sind so dünn, heute jeder lächerliche Scherz ist für die Generation Z direkt ein Messerstich ins Herz. Wohlstandskinder, die denen, die ihnen den Weg geebnet haben, jetzt erklären wollen, man darf dieses und jenes nicht mehr sagen oder machen. Ey, entspann dich mal, hier nimm ein paar Modedrogen und spül sie runter mit Fiji-Wasser und Rohypnol. Ich bekomm kein Sponsoring großer Firmen, die so denn wohl. Um meine Zukunft zu sehen, brauch ich kein Horoskop, nur das 1x1 meiner Schockrock. Rockerfibel, Skandale glorifizieren als Promo-Vehikel. Komm, wir drehen Filme für dein Kopfkino. Mach es dir gemütlich, hier gemütlich in der Row Zero. Mach noch einen Mitschnitt für dein Instagram. Und komm zum Meet and Greet mit dem Ripper und Till Lindemann. Alle Kameras auf wen, wenn nicht mich? Ich zeig der Welt mein allerliebstes Werbegesicht. Aber Backstage dreh ich einen Serbian-Film und lass dich zum Sterben zurück. Komm, wir drehen Filme für dein Kopfkino. Mach es dir gemütlich, hier gemütlich in der Row Zero. Mach noch einen Mitschnitt für dein Instagram. Und komm zum Meet and Greet mit dem Ripper und Till Lindemann. Alle Kameras auf wen, wenn nicht mich? Ich zeig der Welt mein allerliebstes Werbegesicht. Aber Backstage dreh ich einen Serbian-Film und lass dich zum Sterben zurück. Wenn es eine Eigenschaft gibt, die allen gemeinsam ist, die sich an Grausamkeiten weiden, an Blut und Schmerz, ist es ihr Narzissmus. Für sie alle ist es ein Akt der Befreiung und des Triumphs, aus dem Lichtkreis ihrer Menschlichkeit herauszutreten und mit den Schatten zu verschmelzen.